Gibt es Farben, die resistent sind gegen Keime, Bakterien, Schimmel und vielleicht auch Viren? Hier in Herdecke bei der Dirkengrube habe ich etwas ganz Spezielles entdeckt. Hallo Herr Kleier. Hallo Frau Renneberg. Herzlich willkommen bei Dirken. Ja, danke. Oh, das ist ja schön hier. Unser neuer Empfangsbereich. Wir haben hier in dem Unternehmen ganz viel technische Expertise, sind quasi Experten für das, was in der Regel eher verborgen bleibt. Und mein Job ist, die Experten und diese Expertise ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, in Trainings, in Videos, vielleicht auch in Aktionen wie der, was wir jetzt heute machen. Deswegen führe ich Sie heute mal hier rum. Ja, wirklich eine Aktion. Mein großes Thema ist Wohngesundheit. Und jetzt bin ich Gast in einem traditionellen Chemieunternehmen im Ruhrgebiet. Und ausgerechnet hier soll Nachhaltigkeit geschaffen werden, die der Gesundheit dient? Und sogar unseren aktuellen viralen Angriffen etwas entgegenzusetzen hat? Das soll mir doch der Geschäftsführer erst einmal erklären. Sie sprechen über Nachhaltigkeit als Chemiefabrik. Wie passt das beides zusammen? Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung. Als Chemiefabrik erzeugen wir natürlich Abluft, wir erzeugen auch CO2. Das Wichtige ist aber, dass das, was wir mit unseren Produkten erreichen draußen, den höheren Mehrwert bringt. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Im Korrosionsschutz sparen wir jedes Jahr Hunderttausende von Tonnen CO2 ein, produzieren aber nur wenige tausend Tonnen CO2. Das mit der richtigen Technologie macht absolut Sinn für uns, ist nachhaltig. Und der Verbraucher? Ist das so ein Druck von außen, dass Sie das auch wirklich mehr wollen, die Produkte? Genau das Thema Bewusstsein schaffen, Bewusstsein über gesundes Wohnen, aber auch Bewusstsein darüber, welche Materialien trage ich ein in ein Haus. Aus der ökologischen Sicht, sowohl vom Footprint, aber auch aus der toxikologischen Sicht. Was muss ich einatmen? Wo bewege ich mich? Was ist notwendig, dass mein Haus auch tatsächlich langlebig ist, mein Wohnraum langlebig erstellt wird und nicht nur kurzfristig? Gerade bei den aktuell überall tobenden viralen Turbulenzen ist mir ein neu entwickeltes Produkt besonders aufgefallen. Und wo setzt ihr das ein, die Multiresist? Also hier, das ist ein ganz gutes Beispiel. Wir sind im Betriebsrestaurant und man sieht, überall wurde Multiresist Pro gestrichen. Überall da, wo viele Menschen sich aufhalten, wo man eine gewisse Bakterien- und Keimbelastung hat. Und da haben wir ein Produkt entwickelt, was nach 24 Stunden die Bakterien und Viren einfach inaktiviert. Und da kommen wir komplett ohne Biozide aus und haben hier ein synthetisch hergestelltes Mineral, kann man sagen, was wir einsetzen, was Luft- und Wohnraumhygienisch absolut unbedenklich ist. Virenresistent, jetzt haben wir ja gerade Covid-19. Ja, kann man denn sagen, dagegen ist es auch, oder? Ja. Es gibt so zwei Klassen der Viren, einmal unbehüllte und behüllte Viren. Eine Kategorie haben wir schon abgedeckt mit dem Produkt und die andere, die jetzt für Covid-19 gilt, ist gerade in der Prüfung. Und da gehen wir sehr stark von aus, dass wir diese Prüfung auch in den nächsten Wochen erhalten werden. Und was ist drin in der Farbe? Ja, glücklicherweise nicht ganz so viel. Ein Mitarbeiter von mir sagt immer, das kann man eigentlich trinken, das Material. Würde ich jetzt trotzdem von abraten, aber grundsätzlich, wir haben eine Prüfkammermessung gemacht und es sind keine VOCs drin, es sind keine Aldehyde im Material drin, Formaldehyd natürlich auch nicht. Das heißt, es belastet die Luft im Innenraum gar nicht und gerade jetzt in den Tagen, wo wir jetzt hier drehen, auch so im Herbst, ist das natürlich wunderbar. Hier werden aber nicht nur Produkte entwickelt und verkauft, sondern auch deren optimale Anwendung auf Herz und Nieren geprüft und mit Schulung vermittelt. Damit neue, nachhaltige Produkte entstehen, wird hier viel in die Forschung und Entwicklung investiert. Innovation startet mit der Problemstellung. Nur wenn Sie eine herausfordernde Problemstellung haben, dann macht es auch Spaß, wirklich die Lösung dafür zu suchen. Und eine unserer aktuellen Problemstellungen ist natürlich Nachhaltigkeit. Wir haben soziale Probleme, ökonomische Probleme, wir haben Probleme bezüglich Global Warming. Und das ist auch ein Aspekt, der in die Innovation, in die Entwicklung einfließen muss. Es hört sich an, dass man nicht nur viel Zeit, sondern auch sehr viel Ressourcen investiert. Ja, wir haben tatsächlich 50 Leute hier in der Forschung, was für einen Mittelständler schon eine große Investition ist. Und damit setzen wir tatsächlich hohe Ressourcen ein, um zukunftsfähige Innovationen zu liefern. Aufwand, der sich auszahlt für wohngesunde Produkte, aber eben auch für Farben, die uns helfen, Keimen, Bakterien und Viren zu widerstehen. Und nach Abschluss der Dreharbeiten traf ein offizielles Prüfzeugnis ein, das bestätigt, dass Multiresist Pro auch gegen Coronaviren resistent ist.